Dann hallo und herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Power Platform Track in der heutigen M365 Summit. Ich freue mich sehr, Andreas Schlüter heute begrüßen zu dürfen, unser nächster Speaker zum Thema Power Platform. Ich will auch gar nicht so viel Zeit jetzt verbringen, bevor es losgeht. Ich sage nur noch mal hallo und schön an alle, die jetzt teilnehmen an der Session. Nochmal ein Hinweis von mir. Bitte nutzt gerne den Chat zur Interaktion und wenn ihr Fragen habt, einfach den Q&A-Bereich direkt rechts daneben. Denn wir haben immer im Anschluss des Vortrags noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten und machen das auch sehr gerne. Also wenn irgendwas während des Vortrags auftauchen sollte, zum Thema, schreibt es gerne da rein. Und das Thema ist heute Power Platform Rockstar in 30 Minuten zur eigenen Automatisierung, App und Auswertung. Und damit würde ich das Board auch gleich an dich, Andreas, übergeben. Ja, herzlichen Dank, Michaela. Herzlich willkommen zu meinem Slot, zu meiner Session. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine Session hier halten darf. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt oder seht, ich bin tatsächlich auch vor Ort in dem Studio. Leider bin ich nicht so präsent und nicht so wichtig wie Alexander Eggers. Deshalb hat es mich hier nur in dieses kleine Studio verschrieben. Ich darf nicht im Hauptstudio arbeiten. Ich muss hier in diesem kleinen Raum arbeiten. Aber auch das kriegen wir hin. Freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich kann euch leider nicht sehen, eure Fragen auch nicht, aber dafür ist Michaela dann da, wenn ihr eine Frage habt. Ich möchte euch heute, wir haben ja sogar 45 Minuten, das heißt, meine Session geht ja nur 30 Minuten, das heißt, wir können uns ein bisschen Zeit lassen, können ein bisschen noch mehr Basic machen. Von daher möchte ich euch heute zeigen, wie wir aus einer Alltagssituation sehr schnell mit Hilfe der Power Platform eine voll funktionsfähige Lösung schaffen können, die wir dann sehr einfach im Unternehmen umsetzen können oder auch dann präsentieren können. Und das Ganze machen wir aus einer Alltagssituation, die ich sozusagen auch in anderen Unternehmen schon sehr oft oder häufig umgesetzt habe und möchte euch das Ganze jetzt einfach mal zeigen. Dazu teile ich mal den Bildschirm. Das heißt, ich probiere das mal. Teilen. Zack. Starten. So, ich hoffe, ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen. Ansonsten meckert bitte und Michaela wird es mir dann weiterleiten. Also, was möchte ich euch heute zeigen? In 30 Minuten zur eigenen Automatisierung, App und Auswertung. Was bedeutet das konkret? Letztendlich ist es relativ easy. Nochmal, wer mich nicht kennt, mein Name ist Andreas Schlüter. Ich mache ein bisschen mit Microsoft 365, der Power Platform und auch Dynamics 365 Customer Engagement. Vernetzt euch gerne mit mir auf LinkedIn, abonniert meinen YouTube-Channel, ist noch nicht so viel zu sehen, das wird sich aber ändern. Ihr seht, ich bilde mich sehr gern fort, gerade was Microsoft-Technologie angeht. Und ja, wenn ihr was habt, kommt gerne auf mich zu, vernetzt euch. Was mache ich sonst noch? Ich bin als Mr. Power Magic bekannt in der Alex und Ragnar Show. Jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr ist die Show. Ich bin alle 4 Wochen da und zeige dort der Community, wie man aus komplexen Geschäftsvorfällen, wie man das sinnvoll in der Microsoft 365-Welt umsetzen kann, um dort einen automatisierten oder auch digitalen Prozess sehr einfach abbilden zu können. Diese gibt es auch alle auf meinem YouTube-Channel, die bisherigen Fälle, und schaut doch gerne mal rein. Darüber hinaus bin ich mit zwei meiner liebevollen Kolleginnen aus der Community, der Antje Lamartin und Sandra Filser, Host für die Einfach M365 Power Week. Es ist ein Format von der Community für die Community, es ist kostenfrei. Immer Fokus EndanwenderInnen, also wenn ihr mit Microsoft 365 zu tun habt, nutzt dieses Format, meldet euch an. Die nächste Power Week im Juni am 20. bis 24. Und das Thema für die nächste Power Week: Kommunikation und Kollaboration mit Microsoft 365. Auch dort der QR-Link oder einfach m365.de. Meldet euch gern an und dann schauen wir mal weiter. Also, was habe ich heute vor mit euch? Zunächst mal. Jetzt funktioniert, nein, die Zusammenfassung wollen wir noch nicht. Tücken der Technik. Andreas, man Ja. sieht deinen Bildschirm nicht mehr. Also wir sehen deine Kamera und dich, aber deine Präsentation nicht. Oh, das ist ja verrückt. Danke für den Hinweis. Bildschirm teilen. So, ich hoffe jetzt. Jetzt sehen wir Zielsetzung. Perfekt. Also, was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte
Dann nehmen wir die Maus. Ich möchte mit euch einen aktuellen Fall zeigen, also eine Excel-Liste, die wir momentan nutzen, die möchte ich ablösen. Die wollen wir nach SharePoint sozusagen überführen. Dann erstellen wir eine unternehmensweite, sofort einsetzbare Power-App, die wir dann sozusagen im Unternehmen verteilen können und direkt nutzen können. Wir wollen eine kleine Automatisierung machen für die Erinnerung, sprich, dass wir dann auch erinnert werden, dass wir unseren Monatsreport noch erstellen müssen. Vielleicht vorher noch zu diesem Fall an sich. Ich nutze hier immer gern einen Fall aus meinem Umfeld, sprich der Leistungs- oder Tätigkeitsnachweis. Wir müssen alle irgendwie nachweisen oder unsere Tätigkeiten irgendwie aufschreiben zur Abrechnung für uns selbst oder auch zur Legitimation oder. Und diesen Fall nehmen wir, den wir jetzt mal digitalisieren wollen. Und in vielen Unternehmen, in vielen Fällen ist es so, dass das in der Regel in einer Excel-Liste passiert. Dort wird das dann erfasst und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin schickt dann sozusagen seine Excel immer an eine zentrale Stelle. Dort wird das dann sozusagen umformatiert oder wie auch immer exportiert, um dann daraus Rechnungen für den Kunden zu erstellen, Dienstleistungslisten oder. Und das Ganze ist sehr manuell, sehr aufwendig, gerade weil die Daten natürlich auch immer in der Excel-Liste gefangen sind. Das wollen wir heute eben ändern, dass die Kolleginnen und Kollegen das direkt aus einer Power-App machen. Andreas, deine Präsentation ist wieder verschwunden. Ich bleibe jetzt mal auf der Bühne, dann kann ich schneller was sagen. Ja, versuchen wir es einfach nochmal. Vorhin hatten wir keine Probleme mit dem Bildschirm teilen. Ich bleibe jetzt mal hier auf der Bühne für den Fall. Jetzt ist es wieder da. Das ist ja verrückt. Aber danke, gib mir gern Bescheid. Ich habe hier nichts gemacht. Das Ganze wollen wir dann natürlich noch grafisch auswerten anhand eines Power BI-Berichts. Das heißt, wenn wir diese Automatisierung gemacht haben, erinnert wurden, können wir uns diesen Power BI-Bericht ziehen und das Ganze dann grafisch auch auswerten und zum Beispiel an die nächste Stelle überführen. Das Ganze wollen wir sehr anwenderfreundlich gestalten. In nur 30 Minuten soll es funktionieren. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Gehen wir mal in die Ablösung der Excel-Liste. Also, wir haben letztendlich eine Excel-Liste zur Erfassung von Tätigkeiten. Vielleicht nutzt ihr die auch. Was müssen wir zuerst machen? Wir müssen diese Excel-Liste erstmal in eine Tabelle umformatieren. Das heißt, ihr könnt diesen Bereich mit den Daten markieren. Das können wir gleich mal machen, den Bereich in eine Tabelle umwandeln. Das Ganze packen wir dann in eine SharePoint-Liste, können das aus Excel importieren und müssen dann noch die Spaltentypen zuordnen und das Ganze importieren. Und schon haben wir unsere Excel-Liste in die SharePoint-Liste überführt und können sie unternehmensweit nutzen. Wir können aber auch, anstatt eine bestehende Liste zu nehmen, eine bestehende Excel-Datei, einfach eine neue SharePoint-Liste anlegen, die Felder definieren und das Ganze dann entsprechend machen. Das schauen wir uns mal an. So, ihr seht meinen Bildschirm hoffentlich noch. Gehen wir mal in die Liste. Wir haben hier eine Excel-Liste, die habe ich mal Leistungsnachweis genannt. Und was haben wir? Wir haben das Klassische, wir haben einmal das Projekt oder den Kunden, den wir haben. Wir haben den Einsatzort vielleicht, wir haben das Datum, die Anzahl der Stunden, die wir dort gearbeitet haben und vielleicht die Tätigkeit, die wir dort vor Ort vorgenommen haben. Was weiß ich, Prozessmanagement, Adoption oder auch in dem Fall nichts. Natürlich rein hypothetisch. Das heißt, ich habe hier einen klassischen Leistungsnachweis, Ort, Zeit, Datum, Anzahl der Stunden, wie lange ich den Aufwand hatte und was ich dort gemacht habe. Und das Ganze wollen wir jetzt mal in die SharePoint-Liste überführen. Und dazu gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Zunächst mal, ich habe vorab all meine Daten markiert und bin dann hier hingegangen in Excel und habe gesagt, in Tabelle umwandeln. Das findet ihr oben in der Symbolleiste. Und wenn ihr das in eine Tabelle umgewandelt habt, dann seht ihr, dann ändert sich das automatisch hier, dass ich zum Beispiel Filterfunktionalitäten habe und ich kann diese Tabelle dann auch zum Beispiel umbenennen. Das ist ganz wichtig, weil für den Import in eine SharePoint-Liste brauchen wir auf jeden Fall eine Tabelle innerhalb von einer Excel. Das Ganze haben wir jetzt gemacht, dann wechseln wir einfach mal in SharePoint. Ihr seht, ich habe diese Excel bereits hochgeladen in SharePoint. Ich muss die Excel dazu aber schließen, das ist ganz wichtig. Und jetzt kann ich hier einfach hingehen und kann hier einfach auf Neu klicken und dann eine neue Liste anlegen. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, einfach eine neue leere Liste anzulegen oder das direkt aus Excel zu importieren. Ich wähle jetzt den Excel.
Import und gehe mal in meinen Allgemeinordner. Dort finde ich meine Excel-Datei, gehe auf Weiter. Dann wird geguckt, gibt es dort Tabellen? Ja, es gibt Tabellen, die man nutzen kann. Und wir sehen meine Tabelle M365 Summit. Die wähle ich jetzt mal aus. Und jetzt muss ich halt diese verschiedenen Spalten, die ich in meiner Excel-Tabelle habe, noch entsprechend zuordnen. Ganz wichtig hier, wenn ihr aus Excel Listen importiert oder genau, also Excel in SharePoint-Listen importieren wollt, dann gibt es in der eingedeutschten Variante immer eine Anredespalte. Das ist ein bisschen schlecht übersetzt. Das ist eure Titelspalte in SharePoint. Und das ist quasi euer Primärschlüssel, den ihr dann sozusagen, oder eure Titelspalte, die ihr dann vergeben müsst. Das ist eine reine Textzeile. Das heißt, das könnt ihr dann auswählen. Ich nehme das hier mal als Projekt. Und dann müsst ihr halt die anderen Zeilen noch entsprechend einem Format zuordnen. Bei mir sind es überwiegend einzelne Zeile Text, also einzeilige Textfelder. Selbst bei dem Datum müsst ihr natürlich einen Datumswert auswählen. Dann wird euch schon angezeigt die Zahl für die Stundenanzahl und die Tätigkeiten. Da können wir eine Auswahlspalte machen, also dass wir jedes Mal auswählen können, was es ist. Noch ein Hinweis hier, ihr müsst immer darauf achten, in welchem Format ihr die Excel-Liste abgespeichert habt. Aber das ist im Grunde genommen nichts Schlimmes. Es kann sein, wenn ihr eine Excel-Datei importiert, dass sie einfach in einem falschen Sprachformat vorliegt. Entweder ist euer SharePoint beispielsweise auf Englisch eingestellt, eure Excel auf Deutsch. Es hängt damit zusammen, wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, wenn ich jetzt mit 5,25 Stunden gearbeitet habe, hier seht ihr einen Punkt. Das ist natürlich wichtig für den Import. Wir nennen die Liste einfach mal Leistungsnachweis, klicken dann auf Create. Das heißt, wenn ihr eine Excel-Liste importiert und ihr stellt dann nach dem Import fest, dass da halt nicht 5,25 Stunden steht, sondern 525, dann liegt das daran, dass ein Format eben nicht kompatibel ist. Also die Sprache beispielsweise in SharePoint Englisch und die Excel-Liste in Deutsch. Ist aber kein Problem, dann braucht ihr quasi die Excel nur einmal umstellen oder die SharePoint und das Ganze dann nochmal neu importieren und dann sollte das auch passen. Wir sehen das hier, hier hat es geklappt. Ich habe meine 5,25 Stunden, nämlich ich bin hier im englischen Format unterwegs und ihr seht, meine Datumspalte hat er auch wunderbar übernommen und ich habe hier jetzt alle meine Einträge aus der Excel-Liste. Ich könnte jetzt sogar hier hingehen und sagen, ich möchte das Ganze noch formatieren, indem ich das ein bisschen hübsch machen will, weil ich mit diesem Leistungsnachweis arbeiten will. Ich kann das einfach vollautomatisch machen, klicke hier auf Datenbalken, auf Speichern und dann sehen wir schon, dass hier SharePoint automatisch meine Stundenspalte formatiert hat, je nachdem, wie viele Stunden, desto weiter ist der Balken rechts. SharePoint hat erkannt, dass hier zum Beispiel 8 Stunden das Maximum ist, deshalb sind das hier 100% und je weniger ist das dann entsprechend angezeigt. Ich kann genauso gut bei der Auswahlspalte natürlich auch hier hingehen und sagen, das möchte ich formatieren und möchte einfach eingedeutscht auch wieder die Pillen der Wahl. Also es sollen dann diese Hintergrundformatierung sein, dass ich pro einzelne Auswahl halt eine andere Farbe habe. Auch das kann ich hier sehr einfach machen. Gut, jetzt haben wir unseren Leistungsnachweis, also unsere Excel-Liste abgelöst. Wie gesagt, wir können auch einfach eine neue Liste erstellen, wenn wir nicht zwingend diese Informationen bereits, also nochmal importieren müssen, sondern wenn es uns nur um das Konstrukt, die Struktur geht, dann können wir auch einfach eine neue Liste anlegen. Denn dieser Import ist halt auch nicht immer einfach. Ich habe, wie gesagt, hier den Import genutzt aus dem einfachen Grund, ich möchte euch natürlich auch anhand der Basisdaten zeigen, was man damit machen kann. Springen wir mal zurück. Jetzt geht es darum, die Power App dazu zu erstellen. Also wir haben unsere Liste fertig. Die sieht gut aus, die können wir verwenden, das Format stimmt und so weiter. Und was müssen wir jetzt machen? Wir gehen auf make.powerapps.com, rufen unser Power Apps Portal auf. Dann wählen wir mit Datenbeginn und wählen als Quelle SharePoint aus, wählen unsere neue SharePoint-Liste aus, die wir gerade erstellt haben, verbinden uns damit. Und dann erstellt im Hintergrund schon, wie von Geisterhand, Power Apps automatisch eine voll funktionsfähige Power App, die wir nutzen können. Jetzt können wir das Ganze dann noch ein bisschen anpassen, gucken wir gleich mal rein. Dann speichern wir die App, beziehungsweise machen wir zuerst. Ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr mit Power App startet, wenn ihr eine neue App erstellt, das Erste, was ihr machen müsst, ist sie erstmalig speichern. Denn es gibt zwar eine Autosave-Funktion in Power
Apps, allerdings erst, nachdem ihr die App einmalig gespeichert habt. Klassischer Fehler ist mir auch schon öfter mal passiert. Ich habe schon 2-3 Stunden an einer tollen Power-App gearbeitet, habe aber sie noch nicht abgespeichert gehabt und wollte dann was ändern. Keine Ahnung, Rechner ist abgestürzt oder irgendwas. Ganze Arbeit umsonst. Also das Erste, was ihr macht, wenn ihr mit einer neuen Power-App arbeitet, speichert sie verdammt nochmal ab und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Apropos abgestürzt, die Präsentation wurde wieder beendet. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Die ganze Zeit lief es flüssig und wohl auf Stichwort abgestürzt war sie nicht mehr da. Verrückt. Ja. Aber dafür sind wir ja hier, um das zu reparieren. Dann springen wir mal wieder in Power Apps. Genau. Also, ich bin in meinem Power Apps Portal make.powerapps.com und wir haben gesagt, wir wollen eine neue Power App erstellen. Da klicken wir mal drauf und dann fragt er, soll es eine leere App sein? Und wir sagen, wir nehmen mal SharePoint, weil wir uns ja diese SharePoint-Liste erstellt haben. Ich hoffe, dass es auch relativ schnell funktioniert. Auch das hat schon mal sehr, sehr lange gedauert in dem Live-Vortrag. Was brauchen wir? Und dann fragt er nach Verbindungen. Wir brauchen natürlich die SharePoint-Verbindung. Und jetzt wollen wir gucken, wo liegen denn unsere Daten? Jetzt muss ich mal eben gucken, welche das ist. Wir sind in der Demo. Dann nehmen wir die und dann listet er uns schon unsere Listen auf. Und wir haben natürlich unsere neue Liste Leistungsnachweis. Feedback brauchen wir jetzt nicht. Dann klicken wir einmal auf Verbinden. Und jetzt wird im Hintergrund diese Power App anhand unserer Liste, die wir erstellt haben, der Liste Leistungsnachweis, schon unsere Power App erstellt. Und die können wir gleich schon voll funktionsfähig im Unternehmen verteilen und einsetzen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Kann man die Gelegenheit nutzen, kurz einen Schritt zu nehmen. Aber das war schon zu schnell. Das heißt, wie ihr hier sehen könnt, wir haben unsere App erstellt. Sie ist voll funktionsfähig und direkt da. Wir probieren sie mal aus. Und ihr seht, dieser Startbildschirm ist letztendlich unsere Liste mit allen Einträgen, die wir hier abrufen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns ein Detail oder uns die Details eines Eintrags anzusehen. Wir könnten hier direkt auf den Stift klicken und das Ganze auch verändern. Wir könnten einen anderen Ort eintragen beispielsweise oder das Datum korrigieren und. Das Ganze können wir direkt in der App machen. Wir können das auch löschen oder aber wir können natürlich auch einfach einen neuen Eintrag machen. Machen wir mal heute M365 Summit Live. Das ist natürlich auch, naja, eigentlich sind wir ja hier in Fürth, muss man ja gestehen, nicht in Nürnberg. So, dann heute am 3. Mai, 10 Uhr, das Ganze dauert eine Stunde. Tätigkeit, was habe ich hier gemacht? Nix habe ich gemacht. Warum findet er das nicht? Na, da gehen meine Probleme schon los. Was ist das Problem? Da ist er doch. Nee, ich will keine Limite suchen. Da müssen wir gleich mal reingucken, was das Problem ist. Jetzt erstellen wir mal den Leistungsnachweis. Jetzt hat er da Adoption draus gemacht. Das wollten wir nicht. Und eigentlich wollten wir ja, dass er dann gerne auch diese hier oben als erstes hat. Weil jetzt sortiert er das anscheinend nicht nach Datum. Auch das wollen wir dann einfach mal verändern. Also ihr seht, wir haben relativ schnell sehr einfach eine App aus unserer Liste erstellen können. Die ist aber noch nicht so rund, so wie wir sie haben wollen. Und dann gucken wir doch einfach mal rein, nach was wird denn hier sortiert. Wenn ihr noch nie euch mit Power Apps beschäftigt habt, kein Problem, werdet ihr vielleicht euch ein bisschen erschlagen fühlen mit den ganzen Formeln hier. Aber letztendlich ist es relativ einfach, wenn man sich da mal ein bisschen mit eingefuchst hat. Geht das relativ easy. Wir haben hier eine sogenannte Galerie und diese Galerie zeigt uns Elemente aus einer Liste an, nämlich aus unserer Leistungsnachweisliste. Jetzt sehen wir hier schon Sort by Columns, also nach folgender Spalte sortiert, indem ich hier oben eine Filterfunktion habe. Filter, das sieht man hier. Ich kann hier auch einen Text eingeben, um diese Liste zu filtern, aber wir wollen es ja nicht filtern. Wir wollen es ja nicht nach dem Titel, also nach unserem Projekt sortieren, sondern wir wollen es ja nach Datum sortieren.
Und dann kann man das Ganze hier an dem Pfeil auch noch umstellen nach neu, nach alt oder alt nach neu. Jetzt wollen wir aber nicht nach Title, also unser Titelspalte umsortieren, sondern nach der Datumspalte. Und wir haben das ja, wir haben die genannt, schauen wir mal hier rein, Datum. Also müssten wir ja relativ einfach hier oben mal Datum eingeben können. Und jetzt sehen wir, das funktioniert nicht. Was ist das Problem? Das wiederum hängt damit zusammen, wenn wir Listen oder Excel-Listen importieren, dann ist das Problem, dass unsere Spalten nicht so heißen, wie sie eigentlich heißen sollten. Und wenn wir hier mal in unsere Listeneinstellung gehen, das ist in etwa, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein neues Microsoft Teams Team anlegt, aus Teams heraus, und ihr vergibt einen Namen mit zum Beispiel Sonderzeichen, Umlauten, dann wird das bei Microsoft komplett rausgeschmissen und der technische Name ist ein anderer als der angezeigte Name. Und das Ganze können wir jetzt hier an erkennen, wenn wir hier mal auf Datum rüberscrollen oder direkt mal draufklicken, dann sehen wir, die Spalte heißt zwar, hat ein Display-Namen Datum, aber im Hintergrund der technische Name, wenn wir hier oben mal reingehen in die Liste, dann sehen wir hier Field. Also wie heißt dieses Field? Das ist Field-2. Das ist gerade, wenn ihr aus Excel heraus Listen importiert, dann gibt es halt die Titelspalte, dann gibt es Field 0, 1, 2, 3 und so weiter. Es sind aber nicht die Felder, die Namen, die ihr hier als Spaltennamen habt. Das heißt, wir müssen uns hier merken, für das Datumsfeld brauchen wir Field 02. Und wenn wir andere Spalten haben wollen, heißen die halt anders. Wenn wir mal über Stunden hovern, dann könnt ihr vielleicht unten erkennen, Field-3 und so weiter und so fort, Field 04. Das müssen wir wissen, wenn wir mit Power Apps ein anderes Feld auswählen wollen. Und hier ist es dann eben nicht Datum, sondern Field 2. Das funktioniert gerade nicht. Warum will er mir das nicht hier anzeigen? So, Spalte. Schauen wir doch mal rein. Nein. Das klappt ja wieder Bombe hier. So. Field 1. Field 2, da ist es doch. Jetzt sollte es klappen. Also, jetzt haben wir Field 2, unser Datumsfeld, als Sortierungsfeld genommen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in der Vorschau an. Und wir sehen, hier oben ist unser M365 Summit Live. Kein Datumsfeld, warum auch immer. Interessant. Heute 10 Uhr. Eine Stunde. Ah, genau. Und hier zeigt er uns nicht an, was wir auswählen können. Da müssen wir mal reinschauen, warum uns das nicht angezeigt wird. Okay, also wir haben jetzt hier schon mal das Datum umgestellt und wir könnten hier natürlich auch noch, wenn wir uns die Galerie mal anschauen, dann sehen wir hier auf der rechten Seite, was ist unsere Datenquelle, nämlich unser Leistungsnachweis und welche Felder werden hier angezeigt. Das Ganze können wir natürlich auch noch bearbeiten. Wir sehen jetzt hier drei Informationen, die wir uns anzeigen lassen können. Und wir können natürlich hier auch aus allen anderen Feldern entsprechend auswählen. Wenn wir jetzt aber feststellen, wir haben hier drei Felder, wir haben Datum, Ort und das Projekt und uns fehlt zum Beispiel noch eine vierte Spalte, dann können wir die hier einfach hinzufügen und das Ganze dann mit der Spalte auffüllen. Wir sehen hier in der Feldbezeichnung geht es tatsächlich wieder um die Namensspalte, also der Display Name. Wenn ich aber in den Formeln arbeite, brauche ich den technischen Namen. Braucht ihr euch jetzt gar nicht zu merken. Wichtig ist, es funktioniert. Sehr einfach. Ihr habt hier die Möglichkeit, was hier jetzt noch in dem Detail-Screen, muss man eben gucken, Karte Tätigkeiten, mal eben reinschauen, was das Problem ist. Auswahl anzeigen.
Mal schauen, ob wir das gleich noch gelöst bekommen, was da das Problem ist. Oder wir müssen mal eben in die Quelle gucken. Ha, dann kann das auch nichts werden. Also die Auswahl, warum er sie nicht übernommen hat, weiß ich nicht. Aber hier fehlen die Auswahlfelder. Was hatten wir? Adoption und Projekt Manage. Okay, speichern. Jetzt sollten wir auch Felder haben. Was wir natürlich komplett vergessen haben, ich rede davon die ganze Zeit und das ist das, was ich meine. Wir haben zwar diese App erstellt, aber wir sollten sie zunächst erstmal speichern. Und die nennen wir mal M365 Summit Leistungsnacht. Einfach mal speichern. So, jetzt haben wir sie immerhin auch mal gespeichert. Dann werden wir sie einmal schließen und nochmal neu öffnen und mal gucken, ob das Ganze funktioniert hat. Gucken wir mal rein. Wo ist sie jetzt? Der Demogott. Ich habe ihn vergessen zu füttern. Wo ist denn meine App? Gibt's doch gar nicht. Der Demogott. Nehmen wir die Power Summit App. Das ist ja verrückt. So, wir sehen, hier funktioniert's. Ich habe natürlich eine App immer im Backup. Hier habe ich sie ein bisschen angepasst, dass mir hier auch noch die aktuelle Stundenanzahl angezeigt wird. Also auch das können wir sehr einfach darstellen, warum mir die andere App jetzt nicht angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mal in Ruhe eruieren. Aber was ich hier zeigen wollte, wir haben hier sehr einfach, relativ mit einfachen Mitteln aus einer SharePoint-Liste eine Power-App erstellt, die wir auch dann nutzen können. Wie können wir sie nutzen? Also wenn wir selber eine Power-App erstellen, dann erscheint sie immer erstmal oder ist sie erstmal nur für uns. Diese Power-App müssten wir dann sozusagen freigeben, damit wir dann natürlich auch diese App innerhalb des Unternehmens verteilen können. Das Ganze machen wir jetzt direkt mal. Wir können das sowohl in der Bearbeitung machen, wir hätten das auch eben aus dem anderen Bereich machen können. Wir können hier direkt auf Freigeben klicken, dann landen wir in einer anderen Ansicht. Wie gesagt, das hätten wir auch eben aus der Übersicht heraus direkt machen können. Jetzt landen wir aber in dem Freigabeprozess und jetzt wäre, wenn wir diese App sozusagen fertig haben und sie innerhalb des Unternehmens verteilen wollen oder auch nur einer bestimmten Gruppe, dann müssen wir halt hier diese App für jeden frei oder für die jeweiligen Personen freigeben. Ich sage mal jetzt für alle Benutzer innerhalb des Unternehmens. Für die Person ist diese App jetzt freigegeben. Und jetzt kann jeder Kollege oder jede Kollegin aus dem Unternehmen diese App nutzen. Das zu dem Bereich der App. Das heißt, wir haben unsere App erstellt, sie ist jetzt nutzbar und alle Einträge, die in dieser App vorgenommen werden, landen dann natürlich auch in der SharePoint-Liste. Jetzt ist die nächste Frage, wie können wir das Ganze dann so gestalten, dass wir uns dann auch am Monatsende daran erinnern, dass wir zum Beispiel unseren Report noch erstellen müssen. Auch dafür nutzen wir die Power-Plattform, nämlich Power Automate, also flow.microsoft.com. Ich weiß gar nicht, ob die Adresse mittlerweile umgestellt wurde von Microsoft. Früher hieß das Ganze ja mal Flow und nicht Power Automate. Wir erstellen einen neuen Flow, nämlich einen geplanten Cloud-Flow. Warum einen geplanten? Ein geplanter ist ein zeitlich getriggerter Flow. Wir wollen ja einmal am Anfang des Monats uns erinnern lassen, dass wir noch unseren Report erstellen müssen. Wir vergeben einen Flow-Namen, geben dann das Intervall an, zum Beispiel am 2. um 9 Uhr jeden Monat, klicken auf Erstellen.
sagen, was wollen wir denn überhaupt in diesem Flow? Wir wollen uns zum Beispiel in Teams, in einem Kanal oder in einem Chat darüber informieren lassen, dass wir unseren Report noch erstellen müssen, wählen das Team, den Kanal oder unseren Chat, verfassen die Nachricht, speichern das und dann funktioniert das Ganze. Auch das schauen wir uns mal an. Dazu wechseln wir mal in Power Automate, klicken hier auf Erstellen, sagen geplanter Cloudflow, nämlich ein zeitlicher, und dann nennen wir den mal Monatsreport. Leistungsnachweis am 3.5. um 10 meinetwegen, wiederholen jeden Monat. Also einmal im Monat läuft er am Anfang hier am 3. Das sieht man hier anhand des sogenannten Triggers. Das ist ein wiederkehrender Trigger, bei mir noch auf Englisch. Intervall jeden Monat. Und wenn ich mir die erweiterten Optionen anzeigen lasse, sagt das Startzeit 8 Uhr. Das liegt daran, dass der das umrechnet in die Universal Time Zone. Jetzt könnte ich ihm auch noch sagen, in welcher Zeitzone möchte ich denn das Ganze starten lassen. Ist jetzt aber keine Verpflichtung, das kann ich auch einfach so eingeben. Und dann rechnet er das automatisch um. Was wollen wir als nächstes machen? Wir haben ja gesagt, wir wollen uns benachrichtigen lassen, vielleicht sogar in Teams. Das heißt, wir brauchen einmal den Connector für Microsoft Teams, geben Teams ein, wählen Teams aus. Und dann müssen wir aus der Aktion heraus auswählen, was wollen wir denn? Und da klicken wir mal weiter runter und da sehen wir, finden wir Nachricht in einem Chat oder Kanal veröffentlichen. Das klingt gut, genau das wollen wir machen. Veröffentlichen als Flowbot oder als User, das können wir jetzt erstmal als Flowbot lassen. Was bedeutet das? Ich kann das als Benutzer auswählen lassen, dann wird mir von mir selbst sozusagen eine Nachricht angezeigt. Ich kann aber auch sagen, dass mir das von dem Flowbot, also Microsoft Flow, wird mir dann sozusagen das Ganze anzeigen. Möchte ich das jetzt in meinem Chat machen oder möchte ich das in einem Kanal, in einem Teams-Kanal machen? Sagen wir mal, wir nehmen ein Microsoft Teams-Team, dann müssen wir das Team noch auswählen. Ja, ihr seht, es sind ein paar. Nehmen wir mal das Team. Dann nehmen wir mal den Kanal Power Platform. Und hier geben wir einfach nur mal ein, bitte den Monatsreport fertig. Stellen, Ausrufezeichen kommt immer gut, dann das Ganze speichern und das testen wir jetzt einfach mal, ob es funktioniert. Wir klicken hier oben auf Test, sagen manuell, wir lösen das mal aus, Test, müssen wahrscheinlich noch die Verbindung erstellen, Flow ausführen, fertig, gucken mal hier rein, hat das funktioniert? Ja, anscheinend. Gucken wir mal in mein Teams, ob das auch stimmt. Und wir sehen, Power Platform ist fett. Und ja, bitte den Monatsreport fertigstellen. Also, das funktioniert auch schon, unsere Automation, dass wir uns automatisch daran erinnern lassen. Wir könnten natürlich auch einen Power Automate Flow erstellen, der uns den Monatsreport selber schon jeden Monat erstellt, also direkt auf die Liste zugreift und das Ganze dann vollautomatisch macht. Das würde aber den Rahmen für diese Session sprengen. Deshalb nutzen wir hier den Flow für die automatische Erinnerung, dass wir noch tätig werden wollen, weil wir wollen ja auch noch zeigen, wie wir das Ganze auswerten können. Dazu springen wir mal eben zurück. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch grafisch auswerten. Was haben wir für Möglichkeiten dazu? Ganz einfach, wir können das in Power BI machen. Wichtig ist allerdings, wenn wir Power BI nutzen wollen, wir brauchen eine Lizenz. Es gibt aber grundsätzlich eine kostenfrei verfügbare Lizenz, das ist Power BI Free. Die kann man nutzen, da kann man schon sehr viele Sachen mitmachen. Oder man probiert das mal mit einer Testversion aus. Was müssen wir machen? Wir müssen zurück in unsere SharePoint-Liste. Wir klicken auf Integrieren, Power BI und Visualisieren der Liste. Dann wird automatisch ein Power BI-Bericht schon erstellt. Wir können das Dashboard noch ein bisschen anpassen, dass wir uns zum Beispiel anzeigen lassen, nach welcher Person oder dass wir nach Personen filtern können. Dann können wir diesen Bericht in der Liste veröffentlichen, sodass wir jederzeit darauf zurückgreifen können. Und dann haben wir das Ganze schon fertig. Auch das schauen wir uns mal eben an. Wir gehen zurück in unsere Liste, Leistungsnachweis, in unserem Microsoft Teams Team. Wir sehen, ich hatte hier das ja ein bisschen auch formatiert.
Und hier oben, wenn wir das Ganze mal ein bisschen breiter machen, dann solltet ihr auch den Punkt Integrieren finden. Dort können wir zum Beispiel auf Power BI gehen und dann auf Visualisierende Liste. Dann öffnet sich im Hintergrund Power BI. Ich muss mich wahrscheinlich nochmal anmelden. Und dann wird im Hintergrund schon vollautomatisch aus meinen Einträgen innerhalb dieser Liste, deshalb der Import, weil ich dann so natürlich dann schon entsprechend das Ganze umsetzen kann. Seht ihr auch ähnlich wie bei der Power App, ich habe einen vollautomatischen Bericht. Ich sehe einmal nach Tätigkeiten, die Stunden nach Projekt, nach Ort. Und ich könnte mir jetzt hier auch, weil das ja bisher nur meine Stunden sind und nicht die der Kolleginnen und Kollegen, da die dann aber zukünftig alle in dieser Liste sind, könnte ich mir hier natürlich auch noch zusätzlich sehr einfach ein Feld hineinziehen nach Person. Also wer hat diese Liste erstellt, diesen Eintrag erstellt, und dann könnte ich das Ganze auch danach gruppieren. Was ist so toll an diesem Power BI Bericht? Ich kann jetzt zum Beispiel hier draufklicken und sagen M365 Summit, filter das mal, und ihr seht schon, es verändert sich die Farbe und er zeigt mir gefiltert nur anhand des Projekts M365 Summit an, wann ich welche Tätigkeiten wie häufig gemacht habe. Ich könnte das Ganze natürlich auch nach Datum machen, sprich in Hamburg oder in Fürth. Das ist unser neuester Eintrag. Ein Eintrag für Fürth, nämlich der M365 Summit Live, und dort eine Stunde. Also ihr seht, das ist sehr schön, sehr schnell. Ich kann das Ganze jetzt in der Liste veröffentlichen. Ich werde das Ganze sozusagen hier auf Klick in der Liste, und dann kann ich hier sagen Reporting. M365 Live. Klicke auf Veröffentlichen. Und ihr habt vielleicht eben den Hinweis gelesen, alle Kolleginnen und Kollegen, die Zugriff auf diese Liste haben, können sich jetzt auch immer diesen Report anzeigen lassen. Wie geht das? Ganz einfach, wenn ich in meiner Liste bin und hier oben auf Integrieren klicke, Power BI auswähle, kurzen Augenblick warte, seht ihr, erscheint hier automatisch dieser Report und ich kann mir diesen Report dann entsprechend anzeigen lassen. Was kann ich damit machen? Ich kann ihn drucken, ich kann ihn mir auch als PDF speichern lassen, und das Ganze dann natürlich entsprechend auch weiterleiten. Okay, also auch das haben wir sehr schnell, sehr einfach erreicht. Und was das Schöne ist, mittlerweile, es gibt über die künstliche Intelligenz, findet ihr hier unten, gibt es dann diese Auswertung. Also Microsoft oder Power BI erzählt euch schon aus Erkenntnisse aus euren Daten, die ihr vielleicht so nicht sehen würdet. Nämlich einfache Erkenntnisse werden hier sozusagen dann direkt ausgegeben, wie Bausummit machte 39,77% von Summe von Stunden aus. Also von allen Stunden habe ich fast 40% für den Bausummit aufgewendet. Das sind Erkenntnisse, die uns Power BI direkt hier in diesem Bericht liefert, ohne dass ich überhaupt eine Berechnung machen muss. Das zeigt uns Power BI direkt. Gut, gehen wir mal kurz in die Zusammenfassung, und dann sollte das ja auch passen, dass ich noch kurze Zeit für Fragen habe. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Excel-Liste abgelöst, die in vielen Unternehmen gang und gäbe ist. In vielen Unternehmen werden Excel-Listen für die strukturierte Erfassung von Informationen genutzt. Das kann ich mit SharePoint-Listen und der Power-Plattform wunderbar ablösen, denn eins ist klar, alle Informationen, die ich immer in eine Excel-Liste eingebe, sind in dieser Excel-Liste gekapselt. Ich kann diese Informationen schlecht nutzen. Nehme ich diese Informationen in eine SharePoint-Liste auf, kann ich sie wunderbar weiterverarbeiten über die Power-Plattform. Ich kann sie automatisieren, ich kann es automatisch auswerten lassen und, und. Und der große Vorteil, viele kennen das von euch vielleicht, wenn ihr mit Excel-Listen auf Netzlaufwerken, File-Servern gearbeitet habt. In einer Excel-Liste konnte man grundsätzlich immer nur alleine arbeiten. Beispielsweise auch, wenn eine Excel-Liste als Urlaubsantrag genutzt wurde, hat ein Kollege geöffnet, hat den Urlaubsantrag dort eingetragen, hat aber vergessen, sich wieder die Datei zu schließen, und der Nächste, der den Urlaubsantrag ausfüllen wollte, kann die nächsten zwei Wochen nicht rein, weil der Kollege ja jetzt im Urlaub ist. Von daher nutzt gerne SharePoint-Listen. Großer Vorteil von SharePoint-Listen, es können viele Leute gleichzeitig Einträge vornehmen. Die SharePoint-Liste kommt mit ganz, ganz vielen Millionen von Einträgen klar. Und sie ist zentralisiert in der Cloud und ich kann sie auslösen, also automatisieren. Wir haben die SharePoint-Liste erstellt und formatiert. Auch das können wir wunderbar machen. Wir können mit Formatierung arbeiten, Datenbalken, Farben. Das Ganze kann man noch extrem weiter aufpushen.
Wir können zum Beispiel bereits erstellte Reports für Einträge, können wir die Einträge sozusagen durchgestrichen anzeigen lassen. All das ist, da sind uns kaum Grenzen gesetzt. Wir haben relativ schnell, sehr einfach eine unternehmensweite, vollständig nutzbare Power App erstellt, die wir dann innerhalb des Unternehmens oder nur einer bestimmten Gruppe zur Verfügung stellen können. Jetzt kann ich meine Leistungsnachweise direkt vom Smartphone machen, muss dafür keine Excel-Liste Andreas, ja. Tut mir leid, dass ich dich nochmal unterbrechen muss, aber mir scheint, wenn du wechselst von der Demo-Umgebung zur PowerPoint, dass dann das Bildschirmteilen abbricht. Ich war mir nicht sicher, ob du nur noch zusammenfassende Worte sagst oder ob du nochmal die PowerPoint brauchst als Visualisierung. Falls du sie brauchst, solltest du sie nochmal teilen. Okay, danke für den Hinweis. Das ist ja verrückt. Komisches System. Ja, es scheint beim Übergang zu passieren. Vielleicht, dass du versehentlich die Übertragung stoppst, anstatt nur das Tool zu wechseln. Verrückt. Also, genau, es ist nur noch, die Zusammenfassung ist einmal nochmal grafisch dargestellt. Wir haben uns dann noch einen automatischen Reminder in Teams erstellt über einen Power Automate Flow, also für eine Automatisierung. Das ist natürlich absolute Basic. Wir können natürlich auch viel, viel mehr machen mit Power Automate. Probiert es mal aus. Hier sollte es nur zeigen, sehr einfach, sehr schnell kann ich mir einen Automatismus erstellen, um mich selber zu entlasten. Wir haben uns die Daten angeschaut und sie visualisiert über einen Power BI-Bericht. Sehr einfach, 3 Klicks, schon hatten wir unsere Visualisierung in der Liste und das Ganze, da wir ja eine Dreiviertelstunde hatten, ein bisschen ausführlicher, also in unter 45 Minuten. Herzlichen Dank, wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt. Jetzt wechsle ich mal wieder in die Demo-Umgebung und sollte dann auch das Teilen beenden. Ja, das Teilen wurde beendet. Perfekt, also. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Wir sehen, der Vortrag ist tatsächlich live. Es war keine Aufzeichnung und deswegen war der Problemlöseteil gleich mit inbegriffen. Aber ich finde das auch immer sehr wichtig, dass man auch sieht, was man denn tun kann, wie man denn damit umgehen kann, wenn denn mal ein Problem auftritt. Denn ich glaube, es gibt hier niemanden, der nicht schon mal die Situation hatte, dass er irgendwas schnell mal eben ausfüllen wollte und irgendwie hat es dann gehakt. Absolut, ja. Genau. Viel interessanter ist, ja. Ich muss jetzt nochmal eruieren, warum meine App nicht da ist. Gespeichert hatte ich sie, aber das werde ich dann nochmal eruieren und vielleicht in der nächsten Alex und Ragnar Show nochmal auflösen, wenn ich es gefunden habe. Guter Hinweis. Alles klar. Ich schaue dann mal kurz in den Chat bzw. im Q&A-Bereich. Im Q&A-Bereich sehe ich gerade nichts. Im Chat gab es noch einen Tipp. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Hier heißt es, ich kann jede Liste in Access importieren und dort mit Copy und Paste, jetzt schiebt sich eine E-Mail davor, die Excel-Daten importieren. Ich weiß nicht, Andreas, ob du das schon mal gemacht hast auf die Art. Ja, das stimmt natürlich. In vielen Unternehmen ist aber Access auch gar nicht mehr im Einsatz. Brauchen wir auch nicht mehr. Aber wenn ich Access habe, dann kann ich das machen. Auf der anderen Seite kann ich die Daten aber auch per Copy und Paste mittlerweile in SharePoint-Listen direkt importieren. Also ich kann es mir aus der Liste kopieren und kann das dann in die Liste in SharePoint direkt importieren per Copy und Paste. Das geht mittlerweile. War früher, lange Zeit ging es nicht, aber mittlerweile geht's. Okay, danke für den Hinweis. Entschuldigung, ja. Genau, und der Erich schrieb auch noch, Formel und Display Name sind sehr verwirrend. Das stimmt, wenn ich nicht zwingend die Informationen aus meiner bestehenden Liste, also die bestehenden Daten wirklich brauche, dann sollte ich eine neue Liste in SharePoint erstellen und diese dann ab einem gewissen Datum nutzen. Da bin ich dann viel flexibler, was die Daten angeht. Und wenn ihr dann einzelne Felder erstellt in SharePoint, einzelne Spalten, überlegt euch vorher mal, wie könnte diese Spalte technisch heißen. Also es ist wichtig, wenn ihr der Spalte einen Namen gebt, den Namen zu geben, der nicht verändert wird von Microsoft, weil da ein Umlaut drin ist oder ein Sonderzeichen. Schreibt den Namen gleich so technisch. Ihr könnt sie dann umbenennen, sodass ihr dann einen schönen Display-Name habt, aber der technische Name für euch passt. Hey, vielen Dank für den Hinweis. Jetzt sehe ich, ist tatsächlich eine Frage reingekommen. Die würde ich mal auf die Bühne holen. Wenn man eine Lösung mit mehreren Personen haben möchte, bei denen jeder nur seine Buchungen sehen kann, wäre hierfür ein Filter in den Funktionen die richtige Lösung? Und wie würden sich Berechtigungen in Listenansichten auswirken? Ja, vielen Dank, Frank, für die Frage. Das ist relativ einfach umsetzbar. Wir haben in SharePoint out of the box die Möglichkeit, dass wir uns
dass mir eine Einstellung vornehmen kann, wer welche Einträge sehen kann. Und dort kann ich zum Beispiel einstellen, dass jeder nur seine eigenen Einträge sehen kann. Und das wiederum würde genau das dann entsprechend darstellen. Also es ist sehr einfach. Gibt es out of the box in den Listeneinstellungen. Dort kann ich in den Ansichten dann einstellen, wer darf was sehen. Und da stelle ich einfach um, nur jeder darf nur seine eigenen und dann habe ich dieses Thema erledigt. Okay, super. Dann ist noch eine zweite Frage reingekommen. Gibt es Dateitypen in SharePoint, die ich vermeiden soll, wenn ich Power Apps verwende? Schwierige Frage, weil entscheidend ist, welches Ziel verfolge ich mit Dateitypen in SharePoint. Also wenn es darum geht, dass ich eine Dokumentenbibliothek in eine Power App mitziehe, dann gibt es da eigentlich keine Einschränkung. Die Frage ist nur, was habe ich denn mit den Dateien in Power Apps vor? Also wenn ich in einer Dokumentenbibliothek zum Beispiel PDF-Dokumente habe und JPEGs, dann kann ich die natürlich auch direkt in der Power App anzeigen lassen. Eine CAD-Zeichnung in Power Apps anzeigen zu lassen, ist vielleicht, eine AutoCAD-Datei ist vielleicht nicht so sinnvoll. Okay, alles klar. Also die Aussage ist, it depends. Also es kommt halt auf den Fall drauf an. Aber grundsätzlich gibt es da erstmal keine Einschränkungen, weil das ist ja dann die Limitierung von der SharePoint-Dokumentenbibliothek, nicht von Power Apps. Okay. Ja, dann, hier gibt es noch eine Korrektur. Feldtypen, nicht Dateitypen. Da hatte sich wohl jemand verschrieben. Also ob es also Feldtypen in SharePoint gibt, die vermieden werden sollen. Nee, also für die einfache Darstellung einer SharePoint-Liste in einer Power App ist es irrelevant, welche Feldtypen ich aus der SharePoint-Liste verwende. Ich kann mir grundsätzlich alle anzeigen lassen. Das funktioniert sogar auch mit Nachschlagespalten aus mehreren SharePoint-Listen. Also ich kann ja in einer SharePoint-Liste sagen, hol dir einen Wert aus einer anderen SharePoint-Liste. Auch das kann ich mir natürlich wunderbar in der SharePoint, in der Power App anzeigen. Super, ich glaube, damit ist die Frage gut beantwortet. Ich bedanke mich herzlich für deinen Vortrag und die Zeit für die Fragen, die du dir genommen hast. Hast du auch nach dem Vortrag jetzt noch ein bisschen Zeit, in der Lobby noch weitere Fragen zu beantworten? Ja, ich bin hier in meinem kleinen Nebenstudio gefangen, von daher kann ich auch gerne noch weitere Fragen. Naja, gefangen nicht, wir haben die Tür nicht abgeschlossen, aber. Stimmt, sieh's auf. Genau, also du kannst dich durchaus frei bewegen hier. Also wir sind, ich bin auch im Studio, deswegen ist das hier jetzt gerade ganz lustig. Okay, herzlichen Dank nochmal. Danke auch, dass du danach noch für Fragen zur Verfügung stehst. Dann verabschiede ich uns in die Kaffeepause, weil wir brauchen alle immer eine Kaffeepause nach einem Vortrag. Und dann sehen wir uns hier in etwa 10 Minuten zum nächsten Vortrag wieder. Genau, wunderbar. Dankeschön. Danke euch. Tschüss.